Greenpeace will Volkswagen juristisch dazu verpflichten, früher als geplant aus der Verbrennerproduktion auszusteigen. Heute reichte die Umweltschutzorganisation gemeinsam mit einer Klimaaktivistin Klage vor dem Landgericht Braunschweig ein. VW soll demnach zusagen, ab dem Jahr 2030 keine Autos mit Benzin- und Dieselmotoren mehr zu bauen. Die Kläger führen an, dass die CO2-Emissionen des Autokonzerns erheblich zur Klimakrise und deren Folgen beitragen. Das Geschäftsmodell von VW sei derzeit nicht mit dem Klimaziel vereinbar, wonach der globale Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzt werden soll. Die sogenannten Wirtschaftsweisen haben ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr offenbar gesenkt. Medienberichten zufolge rechnet der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nun mit einem Wachstum von 2,7%. In ihrer Märzprognose waren die Experten noch von 3,1% ausgegangen. Was genau die Gründe dafür sind, sagt uns Klaus-Rainer Jackisch aus der Frankfurter Börse. Anhaltende Materialengpässe, gestörte Lieferketten und die geringere Nachfrage aus China. All das bremst weiterhin die deutsche Wirtschaft. Aus diesem Grund haben die derzeit 4 Wirtschaftsweisen ihre Prognosen für das laufende Jahr nach Angaben mehrerer Medien gesenkt. Danach dürfte das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr nur 2,7% betragen. Eigentlich war ein Plus von 3,1% anvisiert worden. Für das kommende Jahr wurde die Prognose aber angehoben auf 4,6% statt 4%. Im vergangenen Monat sind die Preise für Strom und fürs Heizen in Deutschland noch mal kräftig gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt lagen die Energiepreise im Oktober um fast 18,6% höher als vor einem Jahr. Haushalte mit niedrigem Einkommen müssen von ihren finanziellen Mitteln anteilig deutlich mehr für Energie ausgeben als Haushalte mit mittlerem oder höherem Einkommen. Das ist der Grund, warum steigende Heizkosten solche Haushalte vergleichsweise stärker belasten. Viele Ökonomen halten den Anstieg bei den Energiepreisen für ein vorübergehendes Phänomen. Die Preissteigerungen seien durch Einmalereignisse begünstigt, etwa das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung Anfang des Jahres. Mehr als 30% der Menschen in Deutschland gelten als einkommensschwach oder einkommensarm. Sie leiden besonders unter der Energiepreisspirale. Ich als mehr oder weniger Geringverdiener bin da schon ganz schön arg betroffen und muss dann eben gewisse Einschränkungen machen, die ich von meinem Lebensstandard dann eben, indem ich den kürzen muss. Peter Breitbart hat viele Jahre auf Montage gearbeitet. Zurzeit ist er arbeitslos, steht kurz vor der Rente. Wenn seine Heiz- und Stromkosten zu hoch werden, muss er an sein Erspartes für den Ruhestand. Das ist schon traurig, sag ich mal, weil man möchte ja wirklich noch ein bisschen was von seinem Lebensabend haben. Viele Geringverdiener und Rentner könnten schon bald in Existenznot geraten, warnen Experten und Sozialverbände. Sie fordern Entlastungen. Auch Einmalzahlungen, Steuersenkungen oder Energiepreisdeckelungen sind in der Diskussion. Wer jetzt aber schon Sorge hat, dass das Geld knapp werden könnte, sollte sich in jedem Fall frühzeitig Hilfe suchen. Hier wäre es wünschenswert oder sehr hilfreich, wenn die Klienten merken, jetzt geht es nicht mehr, ich kann die Abschläge nicht zahlen. Da wird es problematisch gehen, wenn sie dann schon eine Beratungsstelle aufsuchen. Schon vor dem aktuellen Klimagipfel in Glasgow hatte Deutschland sich dazu bekannt, bis 2045 klimaneutral werden zu wollen. Dazu sind auch neue Biogasanlagen und Windräder notwendig, was bei Anwohnern oft auf Widerstand stößt. Ein Landkreis in Rheinland-Pfalz zeigt jedoch, wie es gehen könnte. Er produziert sogar mehr erneuerbaren Strom, als die Menschen dort verbrauchen. Alles dreht sich um erneuerbare Energie im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz. Rund 300 Windkraftanlagen gibt es hier, so viele wie sonst nur an der Küste. Sie erzeugen knapp das Dreifache des Strombedarfs. Und die Windräder seien inzwischen weitestgehend akzeptiert, sagen Fachleute aus der Region, auch weil die Kommunen etwas davon haben. Wir haben hier 137 Kommunen, 63 erzielen direkte Pachteinnahmen aus Windkraftanlagen und weitere 63 profitieren über sogenannte Solidarpakte an den Einnahmen. Das heißt, die Einnahmen werden sehr weit gestreut auf fast alle Kommunen im Kreis. Und das ist für mich auch einer der Erfolgsfaktoren. Ein weiterer Erfolgsfaktor: Solaranlagen auf Brachflächen, wie hier auf dem ehemaligen Deponiegelände des Entsorgungsbetriebs. Direkt daneben wird auch auf ungewöhnliche Art Energie gewonnen. Und zwar aus Biomüll, der im Landkreis gesammelt wird. 60 Tonnen sind es täglich,
Der Abfall wird sortiert und dann vergärt. So entsteht Biogas und daraus schließlich Strom. Damit können wir ca. 1500 Haushalte jedes Jahr mit regenerativem Strom versorgen. Und darüber hinaus zeichnet die Anlage auch noch aus, dass wir einen qualifizierten Flüssigdünger erzeugen, den wir hier sehr gut in der heimischen Landwirtschaft unterbringen können. Möglichst alles zu verwerten, das ist hier das Ziel. Und dabei jede nachhaltige Energiequelle zu nutzen, ob Biogas, Solar oder Windkraft. Bundesweit hat dieser Tage die Weihnachtsbaumsaison begonnen. Das heißt konkret, die ersten Bäume für das Weihnachtsfest werden schon geschlagen. 23 bis 25 Millionen Bäume werden jedes Jahr in Deutschland verkauft. Alex Drost aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion. Wir hören seit Wochen von hoher Inflation, Lieferengpässen und steigenden Kosten. Hat das Auswirkungen auf die Weihnachtsbaumpreise in diesem Jahr? Naja, endlich mal gute Nachrichten, denn vermutlich werden die Weihnachtsbäume dieses Jahr genauso teuer sein wie schon im vergangenen Jahr. Das sagt zumindest der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger voraus. Räumt aber auch ein, dass es vielleicht in den ein oder anderen Segment zu einzelnen Preissteigerungen kommen kann. Machen wir es dann doch mal konkret. Was müssen wir für einen Baum voraussichtlich hinblättern? Ja, fangen wir mal mit der Nordmann-Tanne an, weil die bei uns mit Abstand besonders beliebt ist. Da wird der laufende Meter voraussichtlich zwischen 21 und 27 Euro kosten. Günstiger sind die Blautannen und richtig günstig sind die Fichten. Die fangen schon so bei 9 Euro pro Meter an. Die Weihnachtsbaumerzeuger sprechen von stabilen Preisen. Wie kommt es, dass sich diese Branche den allgemeinen Preissteigerungen offenbar entziehen kann? Ja, das liegt daran, dass die meisten Bäume hier in Deutschland auch direkt von deutschen Familienbetrieben hochgezogen werden und auch hier wachsen. Und die werden auch häufig dann direkt vermarktet. Also Transportkosten spielen so gut wie überhaupt keine Rolle. Trotzdem beobachten wir, ich habe es ja eben schon gesagt, eine relativ große Preissteigerung. Das hängt aber damit zusammen, dass wir hier über unterschiedliche Qualitäten der Bäume reden. Die Landwirtschaft hängt ja extrem am Wetter und das wiederum wird immer extremer, auch hierzulande. Wie war denn das Jahr aus Blick der Erzeuger? Ja, das war gut, denn im Sommer hat es ausreichend geregnet. Zudem war das Frühjahr relativ mild. Das mag der Weihnachtsbaum an sich ganz gerne. Und das dürfte dann halt dazu führen, dass wir keinerlei Engpässe zu erwarten haben. Und ja, dass auch die Qualität der Bäume ziemlich gut sein dürfte. Das Angebot stimmt also auf den ersten Blick. Aber wie sieht's denn in der Pandemie mit der Nachfrage aus? Ja, dazu hilft vielleicht ein Blick auf das erste Pandemie-Weihnachten, ich nenne es mal so, im vergangenen Jahr. Damals hat man angeblich sogar viele Kunden neu dazugewinnen können. Die Erklärung dafür ist, dass die Menschen aufgrund von Kontakteinschränkungen und geschlossenen Restaurants vielleicht doch das Weihnachten zu Hause mehr zu schätzen gelernt haben. Das macht Hoffnung auf besinnliche Weihnachten. Alex Drost aus unserer Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank für diese Informationen. Gerne.